herzlich willkommen zu Stuttalk. Mein Name ist Şenol Çelik. Und mein Name ist Dimitri Tütke. Willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In den Medien wird ja immer wieder über Datenschutz und über ich glaube, man hört mich gerade nicht. Das ist jetzt gerade schon da. Ja, wir kriegen aus der Regie die Anweisung, dass dein Mikro aus ist. Soll ich weitermachen? So, ich fange einfach nochmal an. So, herzlich willkommen zu Stuttalk. Mein Name ist Şenol Çelik. Mein Name ist Dimitri Tütke. Herzlich willkommen zum zweiten. Ja, zum zweiten Mal. Schön, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Derzeit wird ja immer wieder über Hacker und über Datenschutz im Internet berichtet. Und deshalb ist auch heute unser Thema Internetsicherheit. Dazu haben wir euch interessante Beiträge vorbereitet. Und bevor ich es vergesse, ihr könnt auch immer fleißig twittern unter Hashtag Stuttalk-WHS. Und ja, Dimi war für uns unterwegs auf dem Campus, auf der Pirsch nach Studenten und hat eine kleine Umfrage zum Nutzungsverhalten im Internet gemacht und hat auch mal getestet, wie viele Studenten den Whistleblower kennen, der die NSA verraten hat. Und ja, wie bereits vorhin erwähnt, in den Medien wird ja über Hacker berichtet, deshalb haben wir uns auch gefragt, was ist Hacken und was verbirgt sich wirklich dahinter? Und dafür haben wir den Chaos-Treff in Dortmund besucht und haben uns da mit Fiorin und ProGambler darüber unterhalten. Und zu guter Letzt stellen wir noch ein junges Unternehmen vor, die jetzt gerade frisch in den Startlöchern stehen und ein neues Schutzprogramm auf den Markt bringen. Und ja, kommen wir erstmal zu deiner Umfrage, Dimi. Ja, wir waren unterwegs hier am Campus in Gelsenkirchen und haben den Leuten mal das Foto von Edward Snowden gezeigt und gefragt, ob sie ihn erkennen. Und wie dann das Nutzungsverhalten. Da sind wir dann hinterher noch darauf eingegangen, ob die das im Hinterkopf haben, die NSA-Affäre und wie sie überhaupt dazu stehen, ob sie Facebook noch nutzen, wie sie Handys benutzen, Smartphones und so weiter. Wir haben die Leute einfach auf doof angequatscht und wir schauen erstmal rein und dann kann ich danach gleich noch was dazu sagen. Ihr könnt sehr gespannt sein. Bitteschön. Wir sind jetzt in der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen und wollten einfach mal wissen, inwieweit Studentinnen und Studenten ihr Nutzungsverhalten im Internet geändert haben nach der NSA-Affäre und wie sie auf folgendes Foto reagieren. Nämlich das Foto von Edward Snowden, was wir mitgebracht haben. Und wir schauen mal, wer und wie viele Leute den überhaupt erkennen. Weißt du, wer dieser nette junge Mann ist? Ich glaube, ist das... Ja. Das war hier der... Oh, wie heißt der? Nein. Nö. Oh, wie hieß der? Dann sag, was er gemacht hat. Ja, wahrscheinlich ist es jemand aus das, von der CIA, der sich damit beschäftigt hat. Ja, das ist Mark Zuckerberg, oder? Nein. Das, doch, der kommt mir bekannt vor. Das ist, glaube ich, von WikiLeaks, ne? Ja, was war das jetzt so? Wer ist das? Das ist Edward Snowden. Der war Mitarbeiter bei der NSA. Und hat dann dieser Whistleblower, der. Boah, du hast ja krass Ahnung. Angeblich wird ja alles abgehört, alles gelesen und so. Hast du das ein bisschen im Hinterkopf? Ja, im Hinterkopf. Wenn du dich mit Kollegen verabredest, wenn es dann, ja, kann ja mal sein, dass es um irgendwas geht, was jetzt nicht jeder wissen soll. Ja gut, im Hinterkopf schon ein bisschen, aber mein Gott, dann denke ich mir, was sollen die von mir schon wollen irgendwie. Achtet ihr darauf, nutzt ihr Facebook und WhatsApp? Facebook teilweise. Also ich schreibe keine Nachricht, weil ich mir den Messenger nicht runterladen will. Fotos, peinliche vielleicht, irgendwelche Partyfotos, die ja auch mal ganz gerne veröffentlicht werden? Ja, gerade durch den Fußballverein, also ich spiele in der Kreisliga, gibt es montags öfter mal Überraschungen durch Fotos vom Sonntag. Also. Ja, bist kein Terrorist, also kann dir auch nichts passieren, genau, das ist so dein Gedankengang. Genau, so sieht es aus. Machen wir mal ein Telefoninterview, ist auch okay. Wir sind schon drauf, ne? Hast du dich selber schon mal gegoogelt? Ich habe mich selbst schon mal gegoogelt. Und was findet man da? Nicht viel. Also eigentlich nur was Ehrenamt, was in der Zeitung was stand. Wie wir gesehen haben, hat kaum jemand der Befragten Edward Snowden am Namen erkannt. Das Bild war vielen noch so im Gedächtnis. Die wenigsten verzichten allerdings weiterhin auf Facebook, WhatsApp und so weiter mit der Begründung, ich kann ja sonst nicht mehr kommunizieren. Im Bewusstsein ist es den meisten allerdings schon, dass da Daten abgegriffen werden. Allerdings hat keiner der Befragten gänzlich auf das Smartphone verzichtet. Daher gebe ich zurück ins Studio. Ja, schön, dass ihr wieder da seid nach unserem ersten Beitrag. Şenol, du hättest ihn aber erkannt, oder? Ich hätte ihn auf jeden Fall erkannt. Ja gut, als angehender Journalist sollte man meinen, dass man da ein bisschen im Thema ist.
Du hast aber auch die Doku geguckt, ne? Ich habe mir die Dokumentation angeguckt, ja. Die war sehr interessant, kann ich auch nur weiterempfehlen. Also ich fand es schon teilweise erschreckend, also mit so einem Selbstbewusstsein zu sagen, das ist Mark Zuckerberg, also, das ist schon sehr krass. Also. Aber wir sind ja auch, du warst ja glaube ich auf dem Campus, ne? Ja, ja, genau, wir waren hier auf dem Campus unterwegs, aber für Studierende, ich weiß nicht, da sollte man eigentlich im Thema sein. Ja, eigentlich also, schon, aber... Wenigstens sollte man ihn erkennen oder wenn man ihn nicht erkennt, wenigstens wissen, was er, wofür er steht oder was er gemacht hat. Also, ja, also ich immer von aus, Kinder, ne? Immer Nachrichten schauen, das ist ja wichtig, Allgemeinbildung, ne? Genau, zwei, die das tun, vielleicht haben wir jetzt auch gleich noch als Gäste, ich würde sagen, es sind anderthalb, weil sie genau gleich aussehen und wir können sie auch noch nicht auseinanderhalten, der Pascal und der Dominik sind nämlich heute bei uns. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ihr stellt euch am besten gleich selber nochmal vor, damit man weiß, wer wer ist und damit wir das auch wissen. Ich bin Dominik. Pascal. Ja, ihr seid auch beide Studenten hier an der Westfälischen Hochschule in Gelsenkirchen. Hättet ihr denn den Edward Snowden erkannt, wenn man euch nur das Foto gezeigt hätte? Also ich hätte ihn erkannt. Ich denke auch, dass ich ihn erkannt hätte, ja. Man wahrscheinlich. Hört ja viel momentan über NSA und Edward Snowden. Also ist es dann doch schon im Kopf ein bisschen drin, weil man bedingt durch Nachrichten ein bisschen was weiß. Ja, würde ich schon. Habt ihr euch seitdem anders verhalten im Internet, also bei Facebook oder so? Achtet ihr darauf, was ihr postet oder ist euch das immer noch völlig egal? Oder? Seid ihr überhaupt bei Facebook? Ja, genau. Also ich bin sowohl bei Facebook als auch in WhatsApp und geändert an sich habe ich in meinem Verhalten eigentlich nichts. Also bist du dann auch mit deinem vollen Namen angemeldet bei Facebook? Ja, genau. Ja. Also du auch mit deinem richtigen Namen? Ich bin auch, ja. Aber da ich zum Beispiel jetzt nichts besonders Auffälliges oder sowas poste oder Bilder, irgendwelche Bilder hochlade, ich da eigentlich keine großen Bedenken. Machst du das generell nicht oder aufgrund der Datenkarten? Nee, ich mach's generell nicht. Ach so. Ich war ja auch schon früher so, dass Facebook immer einen zweifelhaften Ruf beim Datenschutz hatte und deswegen... Also euch ist das schon wichtig, welche Informationen ihr teilt. Also wenn ihr wollt dann auch nicht vom Freund markiert werden, wenn ihr mal irgendwie trinken wart. Das kommt immer drauf an. Also ich werde auch nicht so oft markiert. Also und wenn, dann kann man es ja auch ablehnen, wenn man keine Lust darauf hat. Also ja, ich finde es jetzt nicht besonders kritisch über mich, solche Inhalte, sei denn, es sind jetzt irgendwelche wirklich Absturzfotos oder so. Ja, kann ja aber für den möglichen Arbeitgeber peinlich werden, wenn der euch mal sucht bei Facebook, was die auch tun. Teilweise. Ja, klar. Ja. Wie sieht es denn aus, wenn Facebook zum Beispiel die AGBs ändert? Achtet ihr da drauf oder? Also habt ihr die gelesen? Die neuen jetzt, es sind ja jetzt vor kurzem wieder neue gekommen. Die habe ich mir kurz angeguckt, aber wirklich viel davon gelesen habe ich nicht. Also ich könnte dir nicht sagen, was sich da jetzt geändert hat. Ich weiß, dass sie immer mehr Sachen rausholen aus den Nutzern, um die Profile zu generieren und die Werbung zu schalten. Aber was genau die da jetzt verändert haben, weiß ich nicht. Wo seht ihr irgendwie den Nutzwert von sozialen Netzwerken? Na, ist schon relativ hoch, vor allem heute in der Zeit, wo man dann wirklich nur über WhatsApp kommuniziert oder über Facebook. Ja, gerade für die Uni ist es irgendwie sehr praktisch, wenn man dann direkt halt Zugriff auf Gruppen hat, zum Beispiel, wo jetzt irgendwelche Sachen geteilt werden, die für die Universität relevant sind oder sowas, dann hat man da schon mehr Zugriff drauf. Irgendwie. Das macht das alles leichter und offener, würde ich auch sagen. Aber das sind ja, können ja auch sensible Daten dann mal sein, also für so Uni-Projekte oder so. Habt ihr dann im Hinterkopf, dass da Facebook das abgreift und irgendwo speichert oder ist es dann halt so? Also muss man das dann in Kauf nehmen, weil man könnte sich ja auch E-Mails schicken und das über deutsche Server, die dann besonders gesichert sind, machen, was natürlich ein bisschen umständlicher wäre, als wenn man jetzt direkt bei Facebook einfach was verschickt. Ja, wenn ich jetzt irgendwelche Top-Secret-Sachen hätte, die niemand erfahren darf, dann würde ich das sicher nicht über Facebook dann teilen oder sowas. Aber sonst, ich habe jetzt für mich persönlich, ich habe keine so sensiblen Daten, dass niemand sie haben dürfte, die ich jetzt über Facebook teilen würde oder sowas. Ja gut, und Pins und Kontodaten. Nee, das sowieso das nicht. Eventuell nicht. Geben normale Leute nicht generell nicht im Internet preis. Also. Sollte man generell überhaupt nicht preisgeben eigentlich. Aber wenn wir nochmal auf Edward Snowden kommen, wie findet ihr, was er gemacht hat, dass er jetzt, sag ich mal, die Öffentlichkeit informiert hat über die NSA, über die Machenschaften in Anführungsstrichen? Steht ihr dahinter und findet ihr das? Ich finde das gut, ja. Ja, dass er riskiert sein Leben dafür, irgendwelche Sachen an die Öffentlichkeit zu bringen, die eigentlich niemand wissen sollte und das nobel. Auf jeden Fall. Ja. Hast du da noch ein paar Fragen, Demi? Ich nicht mehr, nee.
Also dann bedanken wir euch, bedanken wir uns auf jeden Fall bei euch, dass ihr bei uns im Studio wart. Danke, dass wir gerne du. Ja, immer wieder gerne. Und dann kommen wir auch eigentlich direkt zu dem nächsten Beitrag. Und zwar war ich beim Chaos-Treff in Dortmund. Und da habe ich mich mit zwei Mitgliedern über das Hacken unterhalten. Ja, wir haben uns einfach gefragt, was ist denn Hacken und wie funktioniert das Ganze? Die haben uns etwas dazu erzählt und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Malware, Trojaner und Phishing. Im Netz herrscht ein Krieg, doch das Schlachtfeld ist komplex. Trotz Sicherheitsmaßnahmen wurden Sony Pictures und Apples iCloud erfolgreich von Cyberkriminellen attackiert. Medienwirksam führten Unbekannte die Schwachstellen der Konzerne vor. Aktuell wird immer wieder über Angriffe von Hackern berichtet. Doch was verbirgt sich wirklich hinter diesem Begriff? Wir haben mit dem Chaos-Treff in Dortmund über die Bedeutung gesprochen. Hacken für uns ist erstmal der kreative Umgang mit Technik. Das heißt, man kocht dann irgendwie Spaghetti in einer Kaffeemaschine, wenn man gerade kein Herd zur Verfügung hat. Also das zählt auch schon als Hack. Ja, wir sind der Chaos-Treff Dortmund. Das ist eine lose Ansammlung von Menschen, die Spaß am Gerät und Spaß an der Technik haben. Also in den Medien wird nur das Rockstar-Wesen des Hackers wiedergespiegelt, wo sich Hacker dadurch verewigen, dass sie halt große Hacks haben. Ich denke, dass es generell die Unterteilung in den Medien, die Welt in Schwarz und Weiß ist, eben alles, weil es einfacher ist, darzustellen. Die letzten großen Hacks sind halt der Sony-Hack mit dem Leak vom Interview oder mit den Daten, die dort geleakt worden sind. Wobei solche Angriffe meistens als Cracker-Angriffe in der Community gezählt werden und nicht als Hacker-Angriffe. Wo private Daten geklaut werden und veröffentlicht werden, geht mit der Ethik des Hackers nicht überein und wird somit zu einem Cracker-Angriff. Es ist so, dass absolut jeder zu uns herkommen darf. Wir bieten hier die Möglichkeit, uns in den Räumen zu treffen. Ein Projekt ist das Repair Café, wo wir Menschen dazu animieren, ihre Hardware selber wieder zu reparieren. Wir geben ihnen Anleitung dazu, versuchen es mit ihnen zusammen zu reparieren. Ansonsten kommt man her mit seinen Projekten und realisiert die einfach. Es hängt also von den einzelnen Leuten ab, was hier geschieht, wie viel hier geschieht. Die Möglichkeit, Informationen leicht und schnell zugänglich zu haben und nicht unbedingt Angst davor zu haben, Informationen sich zu beschaffen, die eventuell in dem Land, wo man lebt, nicht gelesen werden sollen. Auch alltägliche Dinge zu lernen. Zum Beispiel kann man sich auf YouTube Videos angucken, um zu lernen, wie man sein Fahrrad repariert oder wie man Essen kocht. Das hilft halt dem Leben, unseren Lebensstandard zu verbessern. Zurück im Studio mit mir und mit meinem netten Kollegen. Ja, ich wollte gerade sagen, und mit mir. Also, man hat ja gesehen, dass Hacken nicht gleich Hacken ist oder beziehungsweise, dass das schon anders interpretiert werden kann. Aber Dimi, hättest du denn gedacht, dass wirklich, also verbindest du denn direkt Hacken mit Cyberkriminellen? Nein. Also, du wusstest, was ein Cracker ist? Nee, also ein Cracker war für mich entweder ein Keks oder es gibt gecrackte Software, die von Hackern aber gemacht wird. Also die dann einfach die Barrieren cracken oder wie man es auch immer als Laie ausdrücken möchte. Das war für mich, dass die da so differenzieren, nee. Das hast wahrscheinlich an so Cracks gedacht, die irgendwie in Spielen vorkamen, ne, damals? Oder so. Ja, ja, genau, so gecrackte Spiele, die man halt mal früher hatte oder so, eine gecrackte Version, irgendwie sowas, das sagte einem ja was. Und das war für mich immer von Hackern gemacht. Also Hacker können das, können cracken, so. Was glaubst du, warum darüber immer so falsch informiert wird? Also weil, man hat ja gerade gesehen, auch im Beitrag, die Mitglieder vom Chaos-Treff haben ja auch ein bisschen über Hackerethik gesprochen, beziehungsweise es gibt ja auch eine Hackerethik, von der wusste ich selber auch noch nicht. Ich glaube, weil es so spannender ist. Also wenn man die immer so ins Düstere stellt, auch wenn man jetzt auch den Chaos Computer Club, ne, das sind so düstere Gestalten oder auch die Anonymous-Leute, ne, man weiß nicht, wer das ist, die machen immer irgendwas Böses, die legen Software lahm, die können Firmennetzwerke ausspionieren und so weiter. Man hat ja aber gesehen, das sind nette Menschen, beziehungsweise also
der Chaos-Treff. Die kochen gerne miteinander, die reparieren Fahrräder oder machen da auch sogar, also man kann sogar da hingehen und irgendwie Schmuck reparieren lassen, wenn man möchte. Ne? Also man muss nicht Würmer programmieren, genau, zwangsläufig oder ein Hack kann schon sein, oder seine Nudeln in so einem Wasserkocher zu machen. Ja, das finde ich auch eine interessante Sichtweise, mal Technik zu betrachten. Ja. Also ich würde es jetzt persönlich nicht machen, aber ich finde es eine interessante Herangehensweise an Technik. Ich mache aber mal direkt die Überleitung zu dem nächsten Thema, yeah, weil du wirst uns jetzt mal erzählen, wie man sich dafür schützen kann. Richtig. Oder? Und zwar waren natürlich auch unser Team unterwegs, auch hier in der Westfälischen Hochschule. Da haben sich Studenten zusammengetan zu einer Firma namens Spotuation. Und die analysieren Firmennetzwerke, so wie ich es verstanden habe, und können anhand des Traffics oder des Datenverkehrs herausfinden, ob Angriffe stattfinden und können dann was dagegen tun. Wie sie das machen, das... Ich glaube, von uns war ja so ein Außenreporter auch da, ne? Ja, genau. Erklärt uns gleich einer der Mitbegründer, Diego Sanchez, den wir gleich im Beitrag sehen werden. Der wäre leider auch als Gast heute hier gewesen, ist dummerweise erkrankt. Mhm. Deswegen haben wir gleich spontan jemand anderen. Den kündigen wir aber gleich erst an. Wir senden erstmal den ersten Beitrag bei Spotuation. Viel Spaß. StuTalk war heute unterwegs und hat ein junges Startup-Unternehmen besucht, welches Software für Internetsicherheit entwickelt. Das ist Diego Sanchez, Teil des Spotuation-Teams. Wir sind Spotuation und wir machen IT-Sicherheit für Unternehmen. Unsere Zielgruppe sind Unternehmen, die einen hohen Sicherheitsbedarf haben und denen aktuelle Systeme nicht mehr ausreichen. Und das sind besonders zurzeit kritische Infrastrukturen. Das bedeutet also Unternehmen oder Organisationen, die wichtig sind für die Gesellschaft, wie zum Beispiel Kraftwerke. Derzeit ist es eben so, dass Unternehmen immer wertvollere Daten in den Netzen haben und die Angriffe steigen. Und derzeit werden eben sehr viele Firewalls und Antivirenprogramme eingesetzt, die allerdings immer weniger vor Angriffen schützen. Wie Antivirenprogramme und Firewalls in einem Firmennetzwerk funktionieren, erklärt Diego wie folgt. Ein Netzwerk besteht aus Servern und PCs, die miteinander verbunden sind. Viren greifen einzelne Computer an und wollen sich in Netzwerken verbreiten. Um dies zu vermeiden, setzen Unternehmen Antivirenprogramme ein, die solche Gefahren aufspüren und eliminieren. Ist das Computernetzwerk ans Internet angeschlossen, schützt eine Firewall vor böswilligen Zugriffen. Spotuation ist der Meinung, dass diese Sicherheitsvorkehrungen nicht ausreichen. Deshalb schauen Sie genauer hin, um Unternehmen und besonders sicherheitsrelevante Einrichtungen zuverlässig schützen zu können. Wir betrachten das Unternehmensnetzwerk und wir betrachten drei Perspektiven. Einerseits im Netzwerk, also wir gucken ins Netzwerk, welche Schwächen gibt es dort. Wir gucken auf die Kommunikation mit dem Internet, was passiert gerade, finden gerade Angriffe statt. Das ist diese Anzeige in meinem Hintergrund. Und wir gucken, wir korrelieren die Daten und gucken, welche Bedrohungen gibt es gerade im Internet generell. Und die wollen wir auch austauschbar machen in Zukunft zwischen Unternehmen. Zusammengefasst beinhaltet Spotuation vier Kernaspekte. Sie prüfen interne Schwächen in Netzwerken und analysieren die Kommunikation mit dem Internet, um potenzielle Angriffe aufzudecken. So gewährleisten sie eine Zusammenfassung aller Bedrohungen und bieten allen Nutzern eine aktuelle und anonyme Gesamtübersicht über ihren derzeitigen Sicherheitsstand. Herzlich willkommen zurück. Von Spotuation wieder zurück ins Studio. Ja, es ist ein bisschen komplizierter, als man das so annehmen mag. So einfach ist es nicht. Wir hätten uns auch gerne nochmal von Diego, einem der Mitbegründer, den wir auch gerade gesehen haben, erklären lassen. Dummerweise ist der erkrankt. Cheryl, möchtest du unseren Überraschungsgast dafür ankündigen, ja, klar, der stattdessen hier ist? Also unser Außenreporter Niklas war ja vor Ort, hat da auch gedreht und hat auch das Journalistische und die Produktion erledigt mit seinem Team. Und der ist jetzt bei uns im Studio. Niklas, herzlich willkommen. Hallo Niklas. Und du kannst uns hoffentlich auch einige Fragen beantworten, die wir noch nicht ganz verstanden haben. Ja, gib mir Mühe, genau. Ich war ja dabei, genau. Hab ein bisschen die Einblicke. Du hast auch selber mit denen gesprochen. Wahrscheinlich. Was war dein Eindruck? Mein Eindruck war, dass es ein junges, dynamisches Team ist, das am Ende auch was erreichen kann. Wenn das Produkt vom Markt angenommen wird, glaube ich, dass da was daraus entwickeln kann. Also es ist noch nicht auf dem Markt, sozusagen? Nein, so wie ich es mitbekommen habe, sind die gerade laufen die ersten Gespräche. Die haben schon ein paar Firmen geredet, aber ich glaube noch nicht, dass es so marktreif ist, dass es jetzt in den Markt gehen kann, sondern ich glaube, das muss noch ein paar Mal getestet, will ich es nicht sagen, aber es muss erstmal bei einem Kunden mal laufen, glaube ich, und dann kann das gut durchstarten. Ich glaube, die haben schon Beta-Versionen fertig, glaube ich, ne? Also die, ja, die schon ausgetestet werden. Ja, genau, ich glaube, eine Beta ist das. Mhm. Ich will es nicht reinreden, ich weiß nicht genau, wie, ich bin nicht auf dem kleinen Stand, aber ich glaube, das war so Betas, die jetzt langsam in den Markt reingehen können. Kannst du uns denn irgendwie jetzt als Beobachter uns vielleicht mal erzählen, wie sich dieses Schutzprogramm von den anderen vielleicht unterscheidet? Konntest du das? Ich weiß, dass es ein kompliziertes Thema ist, aber vielleicht kannst du uns ja ein bisschen was dazu erzählen. Gib mir Mühe. Ja,
Ja, sagen wir so, ein Virusprogramm ist ja auf einem PC installiert. Mhm. Das schützt also den PC. Eine Firewall schützt eigentlich das Netzwerk von außen, vom Internet. Und was die jetzt machen, sie analysieren ein geschlossenes Netzwerk von einer Firma und schauen, was sich in dem Netzwerk so tut. Und so ich es verstanden habe, dass die alle Pakete abfangen und gucken, ob beispielsweise nachts um drei auf einmal ein großer Ausschlag von unserem Paketart ist, der eigentlich da nicht ist an dem Tag normal, dann sehen die das. Ich glaube, die kriegen einen Alarm und dann können die den Kunden sagen, oh, da war was, guck mal nach. Aber ja, und das also, so sollte das sein. Okay, Datenschutz ist ja auch super wichtig und wir haben auch, glaube ich, gerade im Beitrag gesehen, da haben die auch über Anonymisierung gesprochen, der Daten. Also, dass sie darauf anonymisiert, glaube ich, zugreifen, wenn ich das nicht falsch verstanden habe. Genau, ich glaube, die unterliegen ja eine deutsche Firma. Die unterliegen einen deutschen Datenschutz. Und ja, wie soll ich das sagen? Also die anonymisieren so, aber die wollen was machen, was auch andere nicht haben. Die wollen ein Unternehmen, was das hat, dann das wird analysiert von denen, wie sicher das ist, aber dann halt anonym die Daten rausgegeben. Und am Ende erstellen die so eine Übersicht von mehr Unternehmen. Je mehr das sind, desto größer ist die Übersicht, so eine Art Tabelle. Und wenn ein neues Unternehmen da mitmachen will oder das Produkt haben will, dann werden die analysiert einmal am Anfang und dann sehen die, oh, wir sind auf Nummer 30 von 50, wir sind nicht so stark geschützt. Und dann geben die, so wie ich sage, ich weiß nicht, ob die Tipps geben oder ob die sogar, ich weiß nicht, ob die das Netzwerk sicherer machen, aber die zeigen auf jeden Fall auf, da ist was, die Schwachstellen sind da. Und dann, glaube ich, ja, weiß ich nicht genau, wie das dann weitergeht. Ja gut, könnte ja der nächste Schritt sein. Dann auch genau, die vielleicht sogar dann das Helfen-Netzwerk oder die dann sagen, okay, ich weiß an die machen das, da bin ich jetzt mir nicht sicher. Und wie viele Mitarbeiter arbeiten jetzt zurzeit dran, aktuell? Es waren 5 Stück. Der Diego, der im Beitrag war, der hat nicht IT studiert, er hat Wirtschaft studiert, wo ich gestanden habe, in Dortmund. Und erst der wurde zugeholt, um ein bisschen die Kontakte zu schaffen, wirtschaftliche, um das Marketing zu machen. Und die anderen 4 sind Informatiker hier, glaube ich, von der Hochschule sogar. Geleitet wird das von Professor Pohlmann, das Projekt. Das geht eigentlich schon über Jahre. Jetzt ist halt so weit, dass man das daraus ein Produkt machen kann. Und die anderen 4 sind, glaube ich, Informatikstudenten oder abgeschlossene Informatiker hier von der Hochschule. Die sich dann aber nur noch darauf konzentrieren? Ich glaube, die sind hier im Institut IFES angestellt. Ah, okay. Als Mitarbeiter. Kann man auf der Internetseite von denen auch nachschauen. Ich glaube, sportuation.de ist das, da kann man nochmal eine Übersicht über das Produkt finden. Ja. Und das sind die auch alle aufgelistet. Haben die was zu Preisen gesagt? Also wenn man jetzt so waren wir nicht drin. Da hätten wir Diego gern fragen können, der selber da, der konnte leider ja, nicht. Ja, schade. Das hätten wir ihn selber gerne gefragt. Ja, der hat, glaube ich, da Auskunft gegeben, aber ich will mich da jetzt nicht irgendwie reinreiten. Ich habe keine Ahnung, was Preise angeht. Aber trotzdem bist du ja echt gut informiert. Ja, genau. Ja, wir waren ja dabei, wir haben ja ein paar Mal gedreht. Und wir haben die Sachen halt auch, mussten ja recherchieren, auch nacharbeiten, damit wir genau die richtigen Szenen finden. Und da haben wir gut Einblick bekommen in die Sache. Deshalb kann ich auch ein bisschen davon jetzt darüber reden. Ja, Demi, hast du noch ein paar Fragen an den Nein, Niklas? Ich nicht mehr. Dann bedanken wir uns bei dir, ne? Dass du für uns auch unterwegs warst und dass du nochmal in unsere Live-Sendung gekommen bist. Ja, schönen Dank, dass du eingesprungen bist, sonst hätten wir auf dem Schlauch gestanden. Und das wär's dann heute auch von uns, von unserer Sendung. Wie gesagt, ihr könnt fleißig tweeten. Das wurde ja auch gerade schon mal eingeblendet, aber ich erwähne es nochmal, Hashtag Stuttalk-WHS. Fragen, Anregungen, Kritik. Genau. Alles erwünscht. Und ja, mir hat's sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe ja, dass wir noch mal irgendwann eine zweite Sendung hinbekommen. Das ist unser zweites Projekt, was wir zusammen haben. Ja, genau, was wir zusammen gemeistert haben, ohne dass irgendwelche Komplikationen aufgetreten sind. Wir bedanken uns auch nochmal bei dem ganzen Team. Das war echt eine sehr tolle Produktion. Und auf jeden Fall. Verabschieden uns mit einem Lächeln. Ja. Ein schönes Wochenende. Tschüss. Ach, guck mal, wer da ist. Ja. Man muss immer aufpassen, wer da ist. Datenschutz.